irgendwie ist es doch immer schön, einen Einleitungssatz für einen neuen Part zu finden. Man sagt immer so, Leute, da sind wir wieder, oder hey, Leute, nur irgendwie hängt mir das zum Hals raus und ich weiß nicht mehr, wie ich anfangen soll. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so angefangen. Ja, und ihr könnt euch hier ein bisschen wieder einlesen, denn wir werden jetzt diesen Quest machen. Denn wir haben einen Verwandten irgendwie und irgendwo und der hat uns was vererbt. Und was er uns vererbt hat, werden wir uns jetzt mal angucken. Ich sollte versuchen, in dieses verborgene Lager zu gelangen. Was für verborgenes Lager? Das scheißen Dreck hier nehme ich nicht. Naja. Nein, noch oben schwimmen. Ich will ja nicht wieder abkratzen. Oh, jip. Oh wow, wir sind unter Wasser und können eine Tür mit einem Schlüssel öffnen. Way! Schnell an die Luft, ich will nicht sterben. Ja, sehr ungewöhnliches Bauwerk. Unreine Perle, her damit. Schlachtfisch, ja, du hast das Ding gelesen, dann wurde dir langweilig, ne? Kann ich verstehen. Aha. Ich glaube, das Buch müssen wir hier lassen, weil ich habe das Buch schon mal mitgenommen und ich glaube, dann funktionierte das nicht. Oder war das bei dem anderen? Ah, schön. So, Buch bleibt hier und dann können wir kaufen. Und ich glaube, dafür muss ich mir Geld cheaten, weil so viel Geld haben wir nicht. Ja, es ist mal schön, wenn man auftaucht. So, wo kann ich meine Sachen kaufen? Da? Ja, ne? Ist das nicht? Das ist doch auch die Olle mit dem Schattenbannwein. Und das Spiel lädt heute so extrem schnell. Hallo Pferd. Ach, du bist mein Pferd. Geh in den Stall, wo du hingehörst. Wieder so schön dunkel hier. Muss ich euch wieder Licht machen? Der lädt wirklich langsam heute. Hier da. Benötigt ihr etwas? Ah ja, das ist dieser komische. Ja, was baggerst du? Ich höre euch zu, Bürger. Warum baggerst du mich an? Warum baggerst du die Wache an? Seht euch meine Waren an. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Hast du ein paar auf die Fresse gekriegt oder warum siehst du so scheiße aus? Warum verkaufst du mir nichts? Du bist doch der Typ, der mir was verkaufen soll. Hm? Ach, muss ich den zu einer bestimmten Tageszeit ansprechen oder wie oder was? Ich bringe zu schon bla bla bla. Ja. Allzeit in Sethis Schatten. Ja, du bist auch ein Sethis Bruder, freut mich ja, wir haben Abend, sondern müssen wir wohl warten. Aber irgendwie länger. Ob der die Sachen erst nachts hat, ich weiß es nicht. Oder morgens. Vielleicht jetzt. Freund, ich weiß, dass du hier sitzt. Ihr da, benötigt ihr etwas? Also ihr da, benötigt ihr etwas? Ja, du hast auch irgendwie eine Persönlichkeitsstörung, ne? Seht euch meine Waren an. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Ach, jetzt verkaufst du, aha. Kommen wir zum Geschäft. Was haben wir? Ach so, ja, hier, guckt euch mal an, wie teuer und wie viel Geld wir haben. Ich bin mal gespannt, ob wir das alles kaufen können. Knecht brauchen wir natürlich. Ein hervorragendes Geschäft. Arbeitsbereich. Garten, immer gerne. Lagerbereich, oh Gott, unser Geld. Ihr versteht zu handeln. Schlafbereich. Speisezimmer. Ein hervorragendes Geschäft. Viehzelle, lecker. Das war viel zu günstig. Und das hier brauchen wir auch. Sethis Götterblut. Ich bin arm. Empfehlt mich euren Freunden. Nee, dich empfehle ich ganz bestimmt nicht weiter. Du bist ein Halsabschneider. Du bist ein einfacher Halsabschneider, dann empfehle ich dich auch nicht weiter. Ach, Karte, sagst du mir gar nicht, dass ich mir mein Domizil jetzt mal angucken kann, was wir da so haben. Gucken wir mal, was wir uns da so gekauft haben. Das sieht nämlich jetzt richtig cool aus. Nur eine schöne Eingangstür hätte ich irgendwie erwartet, weil hier ewig reinzuschwimmen macht doch keinen Spaß. Hier gab es noch keine Waschmaschine und ewig dieses durch diesen ekelhaften See oder was weiß ich da zu schwimmen. Und dann nicht mal eine Waschmaschine. Ich glaube, es hackt. Räumt den Fisch mal weg.
Das ist unser Knecht. Sitis sei mit euch, Schwester. Zu euren Diensten, Meister. Und wie ihr seht, hat der Typ keine Augen. Kannst du mal die Kapuze wegtun? Und der ist ein Vampir. Ja, mordet im Namen Sitis. Egal, morde einfach. Ja, Meister, ganz wie ihr meint. Na, geh. Geh morden. Das hier ist vom Knecht das Revier, kann man so sagen. Oh ja, so schön kann ich auch malen. Hm? Na, der pennt hier und ja, übt hier ein bisschen. Das ist unser Garten, glaube ich, den wir gekauft haben. Ist immer schön. Auch sogar mit Schmetterlingen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Gucken wir uns mal an, was wir da gekauft haben. Das ist jetzt sozusagen unsere Wohnung. Und das Bett hier drin finde ich echt am genialsten. Ich weiß nur nicht, wo es hier lang geht. Hier, hier können wir drin baden, wenn wir ein Vampir sind. Das wird uns das Ding jetzt auch nochmal sagen. Quelle der Erneuerung. Ja, nur ein Vampir kann diesen Pool benutzen oder wie auch immer. Und was ist das hier? Hier können wir nichts machen, ne? Schade, hier kann man sich wahrscheinlich hinsetzen im Schneidersitz und auf dieses tolle Becken gucken. Aber ich glaube, sonst ist hier auch schon wieder nichts, ne? Reinblutkristall. Ah, okay. Ah, will ich aber nicht nehmen jetzt. Brauche ich nicht. Na, ich glaube, sonst ist hier nichts. Nein. Das sieht so verdächtig aus. Kann ich die Fackeln nehmen? Nö. Schade, ich hätte Fackeln gebrauchen können und dieser Raum braucht diese Fackeln eindeutig nicht. So, was ist da? Ach, hier ist unsere Zelle, genau. Ich muss gerade eben meine Zigarette abtippen und ausmachen. Und da, ach ja, wir kriegen diese Tür einfach auf, der Typ, der pennt. Und ja, wir können den nicht wecken. Und den hätten wir dann immer beißen können. Das wäre sozusagen unser Sklave gewesen. So, damit du nicht abhaust, obwohl du immer schläfst, sperre ich dich wieder ein. So, ich glaube, hier geht's zum... Da geht's auch raus. Das zeige ich euch auch gleich. Bastei. Muss ich mal gucken, wo das jetzt schon wieder hinführt. Ach ja, hier ist unser Bereich sozusagen. Hier ist der Wohnbereich. Und hier ist... Arbeitszimmer, genau. Chamäleon, Blutsauger, so ein komisches Buch, bringt Geld auf jeden Fall. Ja, was bringst du? Nö, du bringst kein Geld. Du siehst auch, ne. Lerne ich was, wenn ich das Buch lese? Warum nicht? Ich hätte aber gerne was gelernt. Sitis! Ah, wir haben was gelernt. Und sonst steht hier nur der ganze übliche Krempel. Wo ist mein Bett? Das ist das Coolste überhaupt. Ah, Schrein? Na egal. Dafür brauchen wir auf jeden Fall das Blut. Sieht sehr toll aus hier, ne? Guckt euch das an, wie schön. Und da steht etwas. Letztes Versteck. Ich weiß nur nicht, kann ich das vorher... Ich bewege mich nicht. Was passiert hier? Ich bewege mich nicht. Ja, und hier hat er noch ein paar Sachen für uns versteckt. Nehmen wir an uns. Oh, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und hier können wir das Blut reintun. Was auch immer das bewirkt. Ich weiß nicht was. Aber irgendwas bewirkt es. Ungewöhnlicher Kasten. Ach ja, genau. Ich weiß nur nicht, was das zu bedeuten hat. Aha. Gut. Ja, das war das. Götterblut wurde da reingetan. Haben wir immer einen Schrein, wo wir beten können. Wenn wir ein bisschen krank sind. Oh, mein Bett. Das ist das geilste Bett ever. Guckt euch das an. Es ist ein Sarg. Ist es nicht herrlich? Aber warum sind da die Kissen für die Füße? Ich möchte doch gefälligst an meinem Kopf ein Kissen haben. Guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Ich find's geil. Ja, ich glaube, das war es auch schon fast wieder. Ach, du hast ja auch noch mal ein Nirnwurz, das komisch aussieht. Ein Daedra-Herz. So, nehme ich mit. Minotaurenhorn. Gib mal alles her, was hier so ist. Ja, und das haben wir jetzt gekauft und gehört uns. Aber ich benutze das gar nicht. Jetzt müsste ich hier nur wieder rausfinden. Genau, der Kreuzgang, der ist immer so verwirrend. Ich glaube, das war es auch schon, was uns hier... Nee, war ich da schon? Ja, genau, da sind wir reingekommen. Ja, genau, das war's.
Dann können wir hier diesen tollen Ausgang benutzen. Und sind dann wieder draußen. Oh, sehr schön wieder. Haben wir jetzt so lange in unserer Heimat verbracht. Ja, und hier ist wieder der normale Eingang sozusagen. Sollte man sich nur mal merken. Also ich glaube, da hinten landet man. Ist das mein Pferd, was da rumgammelt? Ich glaube, das ist mein Pferd. Naja, egal. Pferd bleibt da. Ich brauche dich nicht. Das nächste, was wir machen, ist was Ähnliches. Da haben wir auch mal wieder irgendeinen verschollenen Verwandten. Bla, bla, bla. Und wir haben einen Eiszackturm geerbt. Mein Gott. Sollte ich vorher ein paar Sprachübungen machen. Und dafür müssen wir auch hier eine Menge Geld ausgeben. Boah, Pferd, geh doch einfach irgendwo hin, aber folge mir nicht ewig. Oh, sehr impulsantes Bauwerk. Hm? Vor allem so schön kalt hier. Kalt. Lass mich rein. Ich erfriere gleich. Wo ist die Tür? Na, und jetzt muss ich da rein. Ich habe ja einen Schlüssel, deswegen komme ich da rein. Ja, Motorrad, fahren noch schneller hier vorbei. Danke. Ja, und ungewöhnliches Bauwerk und so weiter und so fort. Ist noch alles vereist hier. Und da ist ein Buch. Dass wir mal wieder irgendwo, ach, Marktbezirk, irgendwas kaufen können. Und ich glaube, das Buch sollten wir auch hier liegen lassen. Weil das Buch habe ich mal mitgenommen und dann funktionierte das nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr das auch macht, ihr nehmt das Buch dann mit und denkt euch, oh cool, und dann klappt es nicht. Das ist dann immer schlecht. So. Gehen wir was kaufen, mal wieder. Und ich glaube, danach bin ich arm. Sehr arm. Wo schickst du mich überhaupt hin? Ach, zum mystischen Warenhaus. Das ist cool. Da gehe ich immer meine magischen Waffen wieder aufladen. Lass mich raten, ihr habt bestimmt noch zu, weil hier so wenige Leute unterwegs sind. Ihr habt zu, ne? Hm, war klar. Warten wir 2 Stunden, dann haben die nämlich auf. So. Der Typ wird uns direkt wieder anspringen, weil, sage ich ja, hallo. Ich habe dir nichts getan. Wie wär's, wenn ihr ein paar Tränke braut? Ihr seht mir recht nach einem Alchemisten aus. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, immer, Schätzchen, immer. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Nicht viel, aber was hast du denn so? Ah, Alchemielabor, her damit. Das ist ein gutes Angebot. Bibliothek. Es war mir eine Freude, mit euch Handel zu treiben. Ja, Gewölbe. Das ist ein und Schlafraum, halt die Fresse. So. Jetzt sollten wir diese beiden Dinger hier noch kaufen. Das ist ein gutes Angebot. Guckt euch das an. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich noch einen Seelenstein kaufen soll, weil dann könnte ich euch was zeigen. Aber gut, vielleicht. Ich glaube, das funktioniert ohne Seelensteine oder mit. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß. Und ich bin jetzt arm. Erinnere mich nicht dran, Tagebuch, dass ich jetzt arm bin. Ich kann mir nichts mehr leisten. Nee. Ach ja, da ist der Drachenklauenfelsen. Okay. Und da ist der Eiszackturm. Oh Mann. Heute ein bisschen Aber auch nur ein ganz bisschen... Oh, Pferd. Ja, und warum landen wir immer hier? Warum landen wir nicht vor dieser Tür? Das ist doch scheiße. Ah, da oben dreht sich was. Cool. Wir haben gemacht, dass es sich dreht. Hat es sich vorher schon gedreht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Vor allem, wenn man... als ich das erste Mal... Ich dachte so, hä, wo ist hier der Eingang? Und dann, ah, da. Ah, es passiert schon. Cool. Die ganzen Dinger hier kommen hoch, da auch. Und dann geht das weg. Sehr schön. Ui. Ach, ist das schön hier. Das würde ich sagen, Eis. Erde. Feuer. Ja, und da ist so ein bisschen Bibliothek. Ich mach mal ein bisschen Licht.
Bibliothek. Und hier können wir diese komischen Kerzen einsetzen. Da auch. Was kann man da? Da kann man irgendwas beschwören. Was kann man machen? Ach, man kann sich einen Zauber zusammenstellen. Ich könnte einen Zauber erfinden, der uns tötet. Soll ich das mal eben tun? Feuerschaden. Größe ganz hoch. Ah, das kostet Geld. Warum kostet das Geld? Ihr seid doch scheiße. Nö, ich will kein Geld ausgeben. Nein, 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 nein. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir zu viel Geld haben. Und da können wir... Ach doch, mit Seelenstein, scheiße. Ja, okay. Also können wir zum Beispiel ein Schwert oder irgendwie eine Rüstung mit Seelenstein und dann können wir die verzaubern. Ja, das werden wir auch noch machen. Das sieht aber schön aus hier. Finde ich schön. Und hier können wir das Wetter machen. Jo. Aha. Brauche ich dafür Steine? Ja, ne, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Wohnbereich. Ja, gerne.